Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist gute Führung? Heute geht es um gute Personalentscheidungen. Personalentscheidungen sind das wichtigste Steuerungsinstrument für die Entwicklung eines Unternehmens. Die Menschen, die in einer Organisation arbeiten, bestimmen, wie leistungsfähig die Organisation als Ganzes ist. Und vor allem bestimmen sie die Leistung für den Kunden. Wer ein starkes Unternehmen oder einen starken Bereich schaffen will, braucht eine konsequente Personalpolitik. Schlechte Personalentscheidungen kosten nämlich richtig viel Geld. Und jeder weiß, welche Freude es ist, in einem großartigen Team zu arbeiten. Wer ambitionierte Pläne für seinen Bereich oder sein Unternehmen hat, braucht gute Leute. Bei jeder Personalentscheidung sollte man einem konsequenten Prozess folgen. Nicht Menschenkenntnis steht im Vordergrund, sondern ein nüchterner, gewissenhafter Prozess, der mit der notwendigen Zeit und Gründlichkeit durchlaufen wird. 7 nützliche Grundprämissen für gute Personalentscheidungen wollen wir uns im Folgenden genauer anschauen. Erste Grundprämisse. Gut, wofür? Gehe von der Grundprämisse aus, dass es nicht allgemein gute Leute gibt. Die Frage darf nicht lauten, ist das ein guter Mitarbeiter, sondern stattdessen sollte die Frage lauten, wofür ist dieser Mitarbeiter gut? Wirksame Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Stärken von Menschen produktiv machen. Entsprechend zielen Stellenbesetzungen und Beförderung immer darauf ab, die Stärken zu nutzen und die Schwächen irrelevant zu machen. Da Menschen aber immer nur ganz wenige Stärken haben, muss man diese Stärken zunächst herausfinden und damit dann die Person anschließend dort einsetzen, wo sie genau ihre Stärken hat. Finde also das eine Gebiet heraus, auf dem der Mensch wirklich etwas Bemerkenswertes leistet. Und suche nicht nach Personen, die auf vielen Gewissensgebieten lediglich passabel sind. Wenn über das Gebiet Klarheit besteht, dann setze die Person auch dort ein und verlange von ihr, dass sie das, was sie kann, auch tatsächlich umsetzt. Zweite Grundprämisse: Person und Assignment müssen zusammenpassen. Für die Besetzung einer Stelle stellt sich nicht die Frage, was im Allgemeinen dort zu tun ist, sondern welcher konkreter Schlüsselauftrag, welches Assignment also, dort zu lösen ist. Je nachdem, was dort in den nächsten 15 bis 24 Monaten konkret zu tun ist, werden ganz unterschiedliche Fähigkeiten von den Personen benötigt und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Stärken. Die Person und das Assignment müssen zusammenpassen. Das ist eine der wichtigsten Geheimnisse wirksamer Personalentscheidung. Wenn der Schlüsselauftrag und die Stärken der Person nicht zusammenpassen, wird das nichts Großartiges werden. Die dritte Grundprämisse: Immer zwischen mehreren Kandidaten wählen. Ziel bei einer Personalauswahl ist immer, mehrere Kandidaten ernsthaft in Erwägung. Wenn nicht mindestens 3 bis 5 Kandidaten für eine zu besetzende Stelle in Frage kommen, triffst du keine Entscheidung, sondern du bestätigst lediglich eine Person. Du hast also streng genommen keine Entscheidung getroffen. Du hast nämlich nicht gewählt. Dass diese Entscheidungen aber oft nicht leicht fallen, sollte selbstverständlich sein. Für viele Führungskräfte ist die Wahl einer Top-Person eine der schwersten, die sie zu treffen haben. Warum? Nicht wegen der Person, die sie auswählen, aus guten Gründen, sondern oft ist es die schwierige Entscheidung, dass du guten Leuten, die du sehr schätzt und mit denen du lange zusammengearbeitet hast, absagen musst und ihnen die Beförderung nicht geben kannst. Vierte Grundprämisse: Es gibt keine unwichtigen Personalentscheidungen. Personalentscheidungen nimmt man sich die Zeit. Personalentscheidungen trifft man gründlich und gewissenhaft oder gar nicht. Alfred Sloan Jr., langjähriger CEO von General Motors, wurde einmal von Peter F. Drucker gefragt, wie er es sich leisten könne, 4 Stunden auf die Entscheidung für die Besetzung einer unbedeutenden Stelle zu verwenden. Und Sloan entgegnete Folgendes: Dieses Unternehmen zahlt mir ein stolzes Gehalt dafür, dass ich wichtige Entscheidungen treffe und dafür, dass ich sie richtig treffe. Wenn wir nicht 4 Stunden darauf verwenden würden, einen Mann an eine Stelle zu bringen, und zwar an die richtige zu bringen, würden wir nachher 400 Stunden damit verbringen, unseren Fehler wieder gut zu machen. Und genau diese Zeit hätte ich nicht. Sloan schloss mit der Bemerkung: Die Entscheidung über Personen ist die einzig wirklich wichtige. Sie denken und jeder denkt, das Unternehmen könne bessere Leute haben, aber das ist Unfug. Alles, was das Unternehmen tun kann, ist es, Menschen an die richtige Stelle zu bringen. Und dann wird das Unternehmen Leistung erbringen. Das war die Überzeugung von Alfred P. Sloan. Fünfte Grundprämisse: Man muss sich mit Leuten umgeben, die besser und schlauer sind als man selbst. Nach der Meinung von vielen erfolgreichen Unternehmern und Führungskräften war es immer ein besonderes Zeichen von Kompetenz, wenn sich Führungskräfte mit Mitarbeitern umgeben, die besser und schlauer sind als sie selbst. Beobachte mal, was wirklich erfolgreiche Führungskräfte immer wieder tun. Es würde mich nicht überraschen, wenn du in schwierigen Situationen regelmäßig eine Spezialmethode entdeckst. Und zwar folgt: Gute Führungskräfte und Unternehmer
rufen die besten und engagiertesten Leute zusammen, die auf allen Ebenen des Unternehmens sind und manchmal auch außerhalb vom Unternehmen hinzukommen. Und dann bitten sie unmissverständlich darum, ihnen offen die Meinung zu sagen. Es kommt ihnen darauf an, dass das Problem von allen möglichen Seiten vorbehaltlos angeschaut wird, damit alle Teilnehmer anschließend mit den vorgebrachten Informationen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen können. Diese Diskussionen verlaufen in der Regel ausgesprochen kontrovers. Die aufgeworfenen Fragen und Meinungsdifferenzen führen natürlich die wichtigen Themen zu tragen, aber sind alles andere als angenehm. Aber die zugrunde gelegten Annahmen können so überdacht und hinterfragt werden. Zentral ist dabei, dass es nicht darum geht, wer Recht hat, sondern was richtig ist. Wirksame Führungskräfte umgeben sich mit starken Leuten, weil Widerstand für gute Entscheidungen unabdingbar ist. Beispiele finden Sie in Büchern und Biografien von Top-Führungskräften ohne Ende. Bill Gates ließ sich bezüglich seiner Internetstrategie komplett in Frage stellen. Alfred P. Sloan Jr. brachte Sitzungen bei GM immer wieder zum Abbruch, weil es ihm wichtig war, dass es Dissens gab, unterschiedliche Meinungen miteinander sich konfrontierten. Helmut Maucher hat bei Nestle immer wieder auf die Bedeutung der Einbeziehung von Mitarbeitern hingewiesen. All diese Beispiele zeigen, dass starke Leute andere starke Leute wollen, um sich herum wollen, um gemeinsam zu kämpfen, was die richtige Lösung ist. Die Liste ließ sich beliebig fortsetzen. Meinungsverschiedenheiten zu fördern, um zu besseren Entscheidungen zu kommen, ist eben einer der wesentlichen Teile für kompetentes Management. Wer Ja-Sager um sich schart, ist keine kompetente Führungskraft. Achte mal darauf. Gute Leute werden ein Unternehmen verlassen, in dem nur Ja-Sager erwünscht sind. Sechste Grundprämisse. Die guten Leute brauchen Freiräume. Wenn gute Führungskräfte die richtigen Leute gefunden haben, dann lasst sie ihnen viel Freiraum, diese Bereiche zu führen, für die sie verantwortlich sind. Eine Bedingung kannst du dabei häufig beobachten. Und zwar erstens, dass sie die Unternehmenskultur mit Leben erfüllen und zweitens, dass sie den Freiraum nutzen, um Veränderung und Verbesserung herbeizuführen. Siebte Grundprämisse. Vertrauen ist unverzichtbar. Vertrauen alleine reicht selbstverständlich nicht aus, um etwas zu leisten. Fehlt es aber, kann es durch nichts aufgewogen werden. Für gute Führungskräfte ist die Frage nach der Integrität einer Person deshalb immer die erste, die sie bei guten Personalentscheidungen stellen. Denkanstoß für heute. Was kannst du tun, um wirklich gute Leute für dein Team zu gewinnen? Und was kannst du tun, um die guten Leute bei dir zu halten? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.